noch mal die Zähne. Das war ungeschickt. Das ist nicht in Ordnung. Nein. Ja, der Freiburger Topscorer nicht mehr mit dabei. Das ist natürlich schlecht für Freiburg. Eh schon vom Verletzungspech geplagt. Wenn jetzt und der Pokal-Tor! Enrico Saccomani. So schnell kann es gehen. Macht hier das 1:0. Ja, das ging blitzschnell nach dem Bulli. Und aus meiner Sicht war da irgendein Spieler nicht in der Position, weil Enrico Saccomani konnte da ganz frei vor dem Tor den Schläger reinhalten in die kurze Ecke. Hier sehen wir es, der Pass vors Tor und Saccomani ohne Mühe, der hat keine Chance zur Abwehr. Das war ein blitzschnelles Powerplay-Tor, ich kann gar nicht sagen, wie viele Sekunden das waren, aber Freiburg geht in Führung, 1:0. Krestan, wieder Silvester. Pass kommt durch, aber Mellent nicht schnell genug. Die Freiburger kämpfen da um jeden Zentimeter. Ja, was für ein Druck. Krestan schaut ganz genau. Silvester zieht ab. Tor! Und das ist das Tor. Cody Silvester macht den Ausgleich in der 20. Spielminute. Und der Bad Nauheimer Block hier freut sich. Ja, da haben sie die Schlinge immer enger gezogen und gefeuert. Und das muss man natürlich auch tun. Das verleitet manchmal dazu, bei 5 gegen 3 das zu perfekt zu machen, aber der Schuss sitzt. Ja, das Cody Silvester. Ein perfekter Schuss, da konnte Miroslav Hanuljak gar nichts tun. Ja, trocken gegen die Laufrichtung, wollte ich sagen, aber klar, Hanuljak muss rüber da in die linke Ecke und dann kommt der Schuss ins lange Eck, zack, ist er drin und 1:1, alles wieder offen, Powerplay-Tore bei beiden Teams. Immer noch an der Scheibe, nochmal zurück auf Livingston. Jakob Babka aber wieder für Freiburg auf dem Eis. Und jetzt erst Freiburg in der Lage, die Scheibe rauszubringen. Mit Babka. Babka schießt, Schoner safe, Nachschuss, Tor! Das ist das 2:1 für den ERC Freiburg. Und Yannick Herm war der Torschütze. Ja, und so schnell kann es gehen, der Gegenangriff, direkt nach der Unterzahl. Jakub Babka schon mit einem sehr guten Schuss. Fiese Höhe. Dick war der quasi im Spagat. Aber dann der Abpraller nach vorne. Und das hat Babka hervorragend gemacht. Und Yannick Herm ist genau da, geht dem Schuss nach und wird für diesen Laufweg belohnt. Ja, da aus Spitzenwinkel. Hat keine Chance. Die erneute Führung, Freiburg mit 2:1 in Front zu Beginn dieses zweiten Drittels. Es wird der Atem weggeblieben. Riesenchance hier. Jetzt natürlich muss Nauheim aufmachen. Und da war die Chance für Silvester im Gegenzug und dann war der Kuda. Der nächste Angriff. Livingston. Das Tor! Im Slot und das ist Livingston. Macht den Ausgleich, das 2:2, knapp 5 Minuten vor Spielende. Ja, da ist es passiert. Da kam die Scheibe zum Tor und dann war da die Möglichkeit zum Abpraller. Und Livingston war einfach am schnellsten, handlungsschnell und mit der Technik, diese Scheibe so zu treffen. Springende Scheibe und da einen Moment die Möglichkeit. Aber ja schon fast am Tor vorbei. Ja. Und da hier sehen wir es. Rechts hoch, zack, runter. So und es steht 2:2. Gar nicht gucken. Also, wir haben es noch gesagt, ein Tor ist kein Tor. Das ist wirklich ein ganz knapper Vorsprung gewesen. Livingston. Livingston hat Zeit. Und da ist die Sirene. Also, 2:2 geht dieses Spiel in der regulären Zeit zu Ende. Jetzt gibt es die Verlängerung, aber ein Punkt ist jeder Mannschaft schon mal sicher. So, Bad Nauheim gewinnt das Anspiel und hat damit die Chance, den ersten Angriff hier zu führen. Auf dem Eis McNamee, Steve Slayton und Radek Krestan. McNamee an der Scheibe. Hat da mal gleich ein bisschen zu viel Platz. Die Scheibe geht nicht ins Aus oder hinten ins Fangnetz, es geht weiter. Und der nächste Angriff für Radek Duda. Macht das ganz gelassen. Radek Duda auf Jakub Babka. Ja, das saß noch nicht ganz so. Babka, Kopf hoch. 1:1 gegen McNamee. Dennis Meyer. Auf Duda. Duda schießt ins Tor! Radek Duda mit dem Game Winner. Was für ein Schuss! Aus dem Handgelenk. Wie hat er das gemacht? Das war nahezu ansatzlos. Eine unangenehme Höhe für Felix Dick.
Aber da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen, weil der hat so schnell abgedrückt. Das ging richtig schnell. Ja, da sehen wir es auch nochmal. Ganz gelassen und mit viel Schmackes in den Kasten von Felix Pick. Und somit endlich mal wieder aus Freiburger Sicht ein Heimsieg hier in der Franz-Siegel-Halle.